Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und nachdem mir das letzte Mal der Terminator so viel Spaß gemacht hat, dachte ich mir, probiere ich heute mal den BMOP Ramka 99 aus, der ja ein bisschen ähnlich zum Terminator ist. Terminator klingt auch einfach so geil. Aber ja, gut. Also Ramka 99 und natürlich, wie immer, gehen wir erstmal auf die Details. Wir haben hier in dem Fall einen russischen, einen Schützenpanzer. Dieser in Russland entwickelte Schützenpanzer wurde auf Basis des T-72 für den urbanen Kampf konzipiert und verfügt über zusätzliche Bewaffnung und Panzerung. Die Entwicklung des BMT begann noch in der Sowjetunion der 1980er Jahre und wurde 2005 abgeschlossen. Aktuell ist Kasachstan der größte Betreiber des Fahrzeugs mit dem Spitznamen Terminator. Ja, damit also auch klar, das ist der Vorgänger von dem letztmaligen, den ich gespielt habe, also hier jetzt der normale Terminator. Und daher freue ich mich umso mehr. Also, da war jetzt ein kleines Geheimnis natürlich. Der Schaden pro Minute knapp 8000, aber man muss halt erstmal treffen. Bla bla blub, Trefferpunkte knapp 2000, Panzerung nicht so stark. Tarnung okay, Ortung gut, Zielerfassung alles feini. Aber jetzt, ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Ich will ihn in Aktion zeigen und bewegen und daher springen wir jetzt ins Gefecht. Und da sind wir jetzt also auf der Operation Querschläger. Das Kartell nutzt diesen Hafen, um Munition und Waffen umzuschlagen. Helfe dem Internationalen Sicherheitsrat dabei, den Hafen einzunehmen. Zerstöre nach Möglichkeit die Versorgungstrucks des Kartells, bevor sie entkommen. Ja, erobere den Hafen, das ist machbar, und markiere die feindliche Lage. Auch das sollte doch gut klappen. Jetzt schauen wir mal, wie der Terminator 1 so läuft und funktioniert. Eine Runde habe ich schon gemacht, kann ich ganz ehrlich sein. Kompanie wurde vernichtet. Jetzt liegt es an euch, den Hafen zu erobern. Schwarze Kompanie wartet auf neue Aufklärungsberichte. Unsere Flugeinheiten sind Komm, fahr zu. Um die Schmuggelware des Kartells zu vernichten. Aufklärungsberichte besagen, dass sie zwischen Hilfslieferungen versteckt ist. Versucht die Schmuggelware ausfindig zu machen, bevor alles Ja. Nur Kill Nummer 1. Meiner. Das läuft. Schnell ein Reload. Ich habe übrigens gar keine HE Schüsse dabei, weil die einfach... Das Ding haut die Schüsse so brachial schnell raus. Da ist es einfach fast schon widersinnig. Und man muss nur echt aufpassen, weil aushalten tut der gar nichts. Oder halt echt sau wenig. Aber es bringt halt so unglaublich viel Spaß mit sich. So, alle im Reload, man sieht's. Oh. Dachte mir, den kann ich abstauben. So, den Warrior, den kann ich rausnehmen, beziehungsweise wird hier rausgenommen, statt dass der mit seinen Raketen mal lieber auf den Dicken hier schießt. So. Da klappt es dann auch einigermaßen. Naja, oder auch nicht. Ah, der Warrior, den nehme ich doch mit. Hihi. Den nehme ich raus. Was will denn die Arti da auf mich? Ist aber nicht so fein, du. Ja, genau. Dreh mir deinen Po zu. Da komme ich schön und gut durch. Ja, man sieht so Weak Spots und so. Jetzt ja. So ein bisschen dauert's, aber dann klappt's auch. Und nach wie vor, das Spiel ist für mich definitiv ein Spaßspiel. Also ich will ja nicht den dicksten Skill hier beweisen, sondern ich will einfach meinen Spaß haben. So, den markiere ich jetzt. Dann sollen das die anderen machen, die da besser drauf kommen. Ist ja trotzdem Schaden für mich. Oder so, dann mache ich's halt von der Seite.
man muss nur echt aufpassen, dass man ein bisschen haushaltet mit den Kugeln oder Granaten und dass man auch natürlich nicht sich so doof hinstellt, dass man recht leicht rausgenommen wird. Das passiert nämlich zu gerne. Ach Gott, oh Gott. Steht da so ein doofer Stein im Weg? Da drüben ist noch einiges an Gegnern. Komm, komm, komm. Gute Arbeit. Den werden wir fertig machen. Man hat hier natürlich ein schnelles Gerät an der Hand. Wo ist er? Warum komme ich nicht drauf? Naja, dann halt dich. So, Bradley, komm. Gib mir die Granaten. Die Raketen. Ach, jetzt fahrst du da echt weg? Gibt's doch alles nicht. Wer läuft noch nicht so mit den Raketen, würde ich mal sagen. Der eine ist bei uns schon ganz schön low von den Hitpoints. Da oben geht's immer ganz gut. Naja, gut. So. Und weiter Richtung Front. Erstmal lade ich jetzt alles nach, was so nachzuladen ist. So. Der hat doch mal ordentlich gesessen. Jep. Der ist mal final weg. Und auch der ist zerstört. So, ich könnte mir hier das Lager da hinten noch klar machen. Ich hätte gerne noch gerade so Bock auf ein Raketenfeuer. Haut der ab, oder was? Schmuggelware. Gute Arbeit, Schmuggelware. So, die Hammer. Gute Arbeit. Die Zivilisten werden zufrieden sein. Sehr schön, wenn die Zivilisten zufrieden sind, sind wir das in der Regel auch. Einer weniger. Und was ist da oben noch mit dem Leo und so los? 11 Sekunden, dann ist es schon hier eingenommen. Deswegen noch schnell den Damage drauf machen, den es halt so gibt. Und da wurde jetzt schon gecapped. Wir haben aber alle Nebenmissionen erfüllt und hier auch
das Spiel nach Hause gebracht. Also von dem her, glaube ich, war es ganz lustig. Und ich muss einfach sagen, mir macht dieser Panzer oder sowohl der 1er als auch der 2er einfach verdammt viel Spaß. Das ist wirklich so ein PvE-Panzer zum Fun haben. Im PvP, keine Ahnung, könnte ich mir anstrengend vorstellen, aber im PvE ist er super cool und lustig. Schauen wir mal, was das Endtableau dann so über die Runde sagt. Gefühl ist ganz gut, also ich habe zwar ein bisschen was verschenkt ab und an und war ein bisschen langsam, aber so grundsätzlich, glaube ich mal, habe ich mich ins Mittelfeld irgendwo gefahren. Nein, sogar hier den Blue Star, damit höchste und den Schützen, Schaden 13.000 und mal 8.300 erspäht. Und ja, da habe ich mich ja wirklich vom Damage als auch den XP ordentlich nach oben geschossen und auch die meisten Kills. Ja, das war doch erfolgreich. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.